Hallo und herzlich willkommen back to Volley. Ich spiele heute mit dem Nico zusammen ein bisschen GTA Online. Und zwar werden wir einfach ein bisschen Missionen von dem... Was machen Sachen? Oh, neuen Tuner DLC einfach spielen. AC Tuner DLC. Liebe Gemeinschaft. Ja, wir spielen irgendeine andere Kacke. Ich würde, glaube ich, sagen, irgendeine scheiß Mission von der. Gefängnisausbruch, gut. Was fängt so gut? Gefängnisausbruch. Gefängnisausbruch, okay, spielen wir Gefängnisausbruch. Yeah! Oder. Gut. Dann das erste ist natürlich der Insider. Was dürfen wir den Typen da hin und her fahren? Ach nein. Will das wirklich jemand sehen? Schreibt es nicht unten in die Kommentare rein. Ach man, das ist doch der scheiß Insider. BMW von BMW. Das wird der Shit. Ja, aber der will doch einfach nur von A nach B gefahren werden. Ah. Von irgendjemandem. Am besten der als erstes da ist. Und wahrscheinlich bin ich als erstes da. Und hab gerade einen Motorradfahrer überfahren. Ja, ist gut. Oh. Motorradfahrer überfahren sind die besten. Muss ihm dabei noch ein bisschen snacken, weil ich gerade eben, ja. Snacks noch brauch. Das kann ich auch noch mit dem Kurs machen. So, zack. Ecke, fast seit neuestem. Fast nicht seit neuestem. Doch. Deswegen, also so viel Hunger. Achso, nee, ich. Braucht ein bisschen Energie. Ja. Energie. Nein, wenn du vorhin Söldner geschickt hast, Mann. Und vom Fasten. Und vom Fasten, ja genau. Nein, nicht vom Fasten. Aber Fasten wäre ich auch mal eine gute Maßnahme oder so. Voll die scheiß Idee. Echt? Oh, die muss ich noch. Besser so eine Lichtdiät machen. Ich kann mir das heißen. Kennst du das? Ja, ich weiß. Ich muss immer eine scheiß Karre da rumfahren. Ach, das ist so langweilig. Gut antwortet nicht. Wieso soll ich eine Lichtdiät machen? Ja, mach mal! Was ist denn an einer Lichtdiät so geil, bitte? Erzähl mir das. Alter, ich hab letztens gesehen, dass er irgendwer davon gestorben ist. Von einer Lichtdiät. Ja, man soll irgendwie. Kein was ist, ich hab gelesen. Also gelesen, ich hab's eigentlich nebenbei auf halbem Ohr zugehört. Gelesen, so nebenbei auf. Ich glaub. Ja, erzähl mal, was soll ich von einer Lichtdiät machen? Nein, da muss man eine Woche lang irgendwie gar nichts, also nichts essen, nichts trinken. Ja gut, dass man davon stirbt, das kann ich dir auch so sagen. Eine volle Woche lang, die zweite Woche lang nur ein bisschen trinken. Danach also noch Licht aufnehmen und trinken, also nichts mehr essen. Das ist bestimmt gesund, mega. Das ist super gesund, ja. Also allein schon, dass du in der ersten Woche nichts isst und trinkst, das ist ja gar schon... Nichts. Das macht ihr ja schon fertig. Aber wenn ich am Tag nicht so wirklich viel trinke, kriege ich schon Kopfschmerzen und ich habe richtig schlechte Laune. Was glaubst du, wie es wäre, wenn ich einen Tag lang nichts trinken würde? Und dann werden wir hier angeschrien. Dann gibt's Hetze gegen alle möglichen Hetze gegen alles so ungefähr. Gegen alle möglichen Randgruppen dieser Welt. Ups, da bin ich gerade gegen jemanden gegeben. Ja, du bist wahrscheinlich. Ne, und dann gab's irgendwie so eine komische Frau, die hat das da irgendwie gemacht. Ja. Dann wurde sie interviewt, dann wollte sie versuchen, im Labor nachmachen. Was, sie wurde interviewt dann, und wollte es im Labor nachmachen? Genau, unter Aufsicht von Experten halt. Okay. Dann hat sie den Versuch nach 3 Tagen abgebrochen wegen Dehydration und so. Ja, ach nie, stell dir mal vor, du säufst die ganze Zeit über nichts. Natürlich bist du dann irgendwann voll am Arsch so. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich fahr doch nicht an seine Karre jetzt ran. Stell dir mal vor, jemand würde an deine Karre sehen. Kannst du aber noch mitkommen, wir müssen gleich ballern. Ballern! Bin so voll, Digga. So gut. Ballern. Ballern. Oh, Baby, baller, yeah! Hat er eigentlich eine coole Hupe? Nee. Baby, shutter durch. Ich fass so weit gerade nicht. War nicht sein Ernst gewesen, ne? Alter, wie kann man denn bitte schon... Wo soll ich denn jetzt tanken? Mann, ein Glück ist das kein GTA-LP. Außerdem müssen wir gleich ballern. Kannst du bitte nochmal herkommen? Ja. Hast du schon mal irgendeine Knarre oder sowas? Ja. Kommst du? Hast du ein Auto geliehen, hast eine Knarre, ist gut. Ich komm gleich. Ja. Was für Dormel noch eins. Mann, dann komm jetzt gleich an. Wir müssen gleich auf jeden Fall ein bisschen im... Ich hatte hier den weißen CJ getötet. Oh nein. Ist wieder aus dem CJ. Okay, you wait right here. Wir müssen gleich ballern, Nico. Hier die Leute hier. Im Halteverbot! Nein! Nein, ah! Also ich muss mich kurz hier gleich mal.
Nur einer. Kannst du ihn ja gerade wegmachen hier? Ich trotzdem, doch! Und trotzdem alle Gegner wegballern. Nein, komm aus! Wir müssen, doch, hier steht doch. Entkomme ihn! Schalte alle Gangmitglieder aus! Woher entkomme ihn? Oh, kannst du hier lesen? Ja, okay, ist ja gut. Und dann komme ich halt. Mann, 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 ich wollte doch lieber noch ein bisschen ballern. Baller, 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 baller. Aus oder entkomme ihnen, ja, gut. Der Leselord wieder. Ja, aber es ist eher langweilig gewesen. Also, es kommt ein Typ da raus, ich denke, das wäre ein Gangmitglied und baller einfach. Voll kann in die Schulter. So hart einfach. Wirklich so komplett hart an jede mögliche Grenze. Aber wir müssen, wir kommen den Typ noch nicht, Alter. Ja, dann ja. Komm. Wir stehen trotzdem Bescheid, ja, und dann komme. Ich bin noch gar nicht. Wir sind hier noch gar nichts entkommen. Hier ist irgendwie nichts. Wo soll ich denn hinfahren? Wie weit soll ich denn entkommen? Wer ist auch hinterher, du Lachs? Wer ist auch weg? Doch, hier vorne sind noch zwei. Aha. Wir sind gerade gespawnt, Junge. Jetzt kommen wir. Jetzt hab ich einen Punkt. Kannst du mir ein bisschen Gas geben, kannst du ein bisschen Spaß haben. Kann schon mal wieder weiterfahren. Wir müssen ein bisschen hier entscheiden. Alter! Bist du gerade auf mich an? Oh, oh. Junge, wir müssen hier rein. Zack, komm. Ist er bei den Cops? Ja, ich bin bei den Cops. Ich bin ein Spitzel und ich bin bei den Cops. Wuhu. Ich stehe mit seiner Ranzkarre hier. Geil, danke. Also der Spitz? Also weiß ich, was auf der Spitz ist. Ja, fahr. Ah. Fahr zur Autowerkstatt. Alter, warum haust du hier? Da muss ich jetzt auch hin. Wo ist dringend hin? Karre auf jeden Fall. Warum bist du eigentlich so schnell? Oh, mein Reifen. Ja, ich habe da nicht drauf geschossen. Ich weiß. Irgendwer schießt auf deine Reihe. Ich sehe ihn vorbei von BAM. Und welches Auto nimmst du für die Hauptmission? Sag's mir. Mein Porsche, glaube ich. Porsche, ich glaube, ich nehme wieder den, hier, den BMW. Den fand ich recht nice. Ne? Der ist auch nicht schlecht. Ja, der BMW ist auf jeden Fall nice. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Gut, reden wir mal über ernsthafte Themen, die es gerade zurzeit gibt. Nichts, weil das Video sowieso erst in 3 Wochen rauskommt. So, es ist gerade am Tag, wo wir es aufnehmen, ist es der Mittwoch, Dienstag, der 28.09.2021 um exakt 21.49 Uhr. Geil. Und 37 Sekunden. Geil, geil. Schön, dass du das jetzt allen Menschen jetzt gesagt hast. Das hätten die sonst bestimmt vorher nicht ohne dich herausgefunden. Wo ich jetzt den Leben hätte mich bestimmt interessiert. Würde mich auch brennend interessieren. Übrigens, Andrea, falls du dieses Video guckst, schreib gerne einen Kommentar, wie zum Beispiel Nico hat lila Ohren, damit wir wissen, dass du einen Kommentar geschrieben hast. Du kannst auch einfach schreiben, Nico hat keine lila Ohren. Ohren. Ja. Was ist ja dann viel witziger. Wo ist das früher? Keine Ahnung. Zugangspunkt. Gestern erst gefärbt, man. Gestern erst lila Ohren gefärbt, das ist hervorragend. Ja. Ja, das ist gut. Hast du schon ein Auto? Ach, nee, du nimmst mein Auto. Ach, hervorragend. Eins. Ja, cool, dann fahren wir. Wenn ich wegfahre, bist du ja schon hier. Zum LS River. River. Jetzt ist der River offbar. Oh! Ein parkendes Auto gefahren. Hervorragend. River. Voll die krassen. Die krassen Effekte hier, die ich so machen kann. River. Oh. Da rutscht er dir aber weg wie Nachbars Lumpi. Was? Kennst du nicht wie Nachbars Lumpi? Nein. Okay. Das ist zum Fit. Ja. Ah, da hinten einmal kurz runter. Morgen! Stiehl den Anhänger. Hast du da auch schon einen Truck? Also unter Umständen habe ich gerade irgendwie erschlagen damit. Unter Umständen? Nico ist draufgegangen, habe ich glaube ich gelesen. Ja, auf Passanten! Immer auf Passanten! Immer auf Passanten, finde ich gut. Ich habe einen Polizisten umgenäht, habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, hier war nur ein Polizist. Wie fällt der aus, der Typ hier? Wer denn? Schieß auf den! Auf den? Der hier! Schieß mal drauf! Hab ich. Oh. Jetzt ist er tot! Der sieht übelst aus. Ah, ich habe ihm gerade eben noch einen Po geschossen. Den Popo. Hier kannst du auch einen LKW nehmen. LKW. Die Fahrt mit dem LKW. Soll ich dir kurz einen Reifen kaputt schießen?
Das wäre eine Top-Idee, ja. Ja, okay, finde ich gut. Warte, ich guck kurz. Glaube, ich mach's doch nicht. Ich kann den anderen Reifen hier kaputt schießen. Da passiert nichts. Fick dich! Ich hab auf dich doch gar nicht geschossen, Junge. Was fangen so? Ich hab auf einen anderen LKW geschossen. Weil der war voll gehatet von dir. Ja. Nico hatet mich, Mama. Mama. Mama, die ärgert mich schon wieder im Internet. Echt? Ich auch? Mhm. Geil. Okay. Hier, also, hier ist Wasser. Oh, ich so. Uff. Ja, haben wir Probleme? Bisschen... Ja. Unter Umständen? Nee, ich stehe wieder. Okay, alles gut. Unter Umständen hast du ein Problem. Ich fahre ja einfach komplett lost hier in der Gegend rum. Okay, aber ich komme jetzt. Jetzt bin ich da. Eile dir zur Hilfe. Okay, ich eile dir doch nicht zur Hilfe. Ich bin aber irgendwo stehen geblieben. Lass mich auf sie warten, der Typ. Ich bin bei der Gang! Achso, scheiße! Also, komm mal schnell! Ja, ist ja wohl. Jäger fest! Bam! Ja, ja, ich bin schnell. Fahr mal kurz rein! Also von vorne, nicht von hinten, von vorne! Jetzt fahr halt kurz rein! Ja, ist ja gut! Noch mehr! Jawohl! Okay. Weiter geht's! Alter, was machst du hier? Ah. Das kannst du doch gar nicht erzählen, Mann! Wieso? Ja, alles gut. Kommst du jetzt, fährst jetzt vor, dann kann ich irgendwo jetzt hinterher fahren. Oh, keine Cops mehr, ist doch super. Geil. Ja, super. Kommen wir hier in aller Ruhe, freudig. Alter. Was denn? Ja, man kann nicht unter dich durchfahren. Das ist nicht schade. Ich wollte dich tunneln, aber es ging nicht. Ups. Wie fahren die schon wieder? Der Arme, der Motorrad fährt so, der hat einen Helm auf, der hat's gewollt. Ja, der hat's für so wahrscheinlich auch noch überlebt. Kann ich hier unter dich... Ah ne, dafür ist das Auto nicht tief genug. Wär's auch echt sozial. Ich hab einen LKW, ich darf das. Sei einfach hier nieder! Aber ist kein Problem, wir wollen ja irgendwo noch mal ankommen, Nico, ne? Ich will den LKW-Schein haben, ohne Scheiß. Was willst du? Den LKW-Schein haben. Der LKW scheint im wahren Leben. Also sind die Straßen hier unsicher. So. Da, bam, bam. Und Baby, shut du, 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 du. Wumm. So. Was, ja? Komm mal rechtes Rad hinten. Mein linkes Rad hinten. Mit dem. Ah, Alter! Was? Meinst du das Rad hier? Ja, exakt das Rad meine ich. So, kaputt schießen. Komm, das ist schade. Bin auch rückwärts schneller als du. Herr Nico. Ja. Ich wollte gerade zeigen, wie cool ich bremsen kann. Toll. Dann zeig mal her. Guck mal, hier, so. Guck mal, wie toll ich hier stehen bleiben kann. Rückwärts. Geil. Boah, so cool kannst du das? So geil. Gut kann ich das. Den muss ich mal anschieben. Ich schieb dich an. Fahr doch jetzt mal. Ja, wie fahren wir jetzt mal? Fahr doch! Fahr jetzt. Alter. Das Maß des Übersehbaren ist ausgenutzt. Wo soll ich denn hier was ausnutzen? Fahr jetzt! Au! Ah, hab ich richtig Schaden bekommen. Was? Das Auto fährt trotzdem noch. Fahr jetzt! Oh. Unfall. Ich muss wieder ranfahren. Ich werde irgendwie probieren, sie gucken mich. Oh, dumm. Ach toll, jetzt habe ich ihn überholt. Guck mal, hui. Ich werde hier nicht reinspringen. Ah, ne, schade, gar nicht funktioniert. Ja.
Wow. Bei dir ist bestimmt noch mal ein Anhänger. Ey, du kannst mit dem Auto nichts machen gegen scheiß LKW. Was ist doch für los? Überhaupt nichts. Oh, toll. Das war richtig knapp gerade. Wumm. Was machst du denn? Wie, was mache ich denn? Du bist weggedrückt. Wirklich, jetzt weg. Kommt denn keine Kurven mehr durch? Oh, nein. Arsch, Mann. Ja. Kann ich immer weiter wegdrücken. Mein Tuner, die ist hieß, ja, okay. An! Jetzt her. Krieg dich jetzt. Ich krieg dich jetzt. Oh, Scheiße! Fuck, Mann! Was soll das denn? Uff! Ich wollte ja schön dagegen springen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Ist mir am Arsch. Oh. Nee, der stellt sich gleich wieder hin. Warte, ich weiß, was wir machen. Abtenizer. Da müssen wir gar nicht. Stehen. Oh! Komm. Ja. Geht. Vorrang, schade, ich wollte da schön reinspringen, das wäre so geil gewesen. Und wumm, der Hecke. Oh. Aha. Nein. Alter, der LKW sieht auch kaputt aus. Was machst du denn da? Hängst fest, ne? Easy. Okay. Kein Problem, wir müssen nur mit meinem Auto zurückfahren, ne? Also von daher easy. Ja, kriegen wir hin. Oh, jawohl. Oh, ja, kriegt hin. Da bin ich immer BAM! Oh, Scheiße. Wer ist jetzt verloren? Nein, mein Auto brennt! Oh, mein Auto brennt, hab ich schon mal erwähnt. Nein, Nico, lass das Auto in Ruhe, es brennt gerade. Wo ist ein Feuerwehrauto? Oh, das ist kaputt gegangen. Moment. Da haben wir wohl mein Auto irgendwie kaputt gemacht. Hier brennt einfach alles, geil. Okay, abgeliefert. Verlass das Gebiet, hier steht doch noch ein Auto rum, oder nicht? Nico. Da hinten dürfen wir hin. Ja, wunderbar. Oh, ich hab 10.000 dafür bekommen. Nice. Geil, gut. Dann machen wir jetzt gleich einfach mal schön ein Sprüngchen und sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder, wenn dann die Mission auch schon startet. Gut, ja, Waffe Schwergewicht auf jeden Fall mich entschieden. Freier Modus, geil. Auch noch eine schwarze Maske, finde ich hervorragend. Ja, Nico, gestern habe ich, gestern bzw. heute früh, habe ich Minecraft gespielt. Ja, gesehen. Ja, und dann bin ich da ein paar Mal draufgegangen. Beziehungsweise halt auch, dass mein Totem, dann habe ich all meinen Stuff verloren. Den habe ich nicht wiederbekommen. Und dann habe ich einen Rage-Click gemacht, also vorm Spiel, und habe danach doch den Discord direkt verlassen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil ich mir dachte, Alter, jetzt habe ich so keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Spiel, auf diesen Scheiß-Server. Du hast den Bild-Fever Discord verlassen. Ja. Warum? Weil ich so richtig, ich dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr. Also für eigene Dummheit, das ist wieder so ein typischer Ja, aber ich hatte einfach keine Lust mehr, Mann. Als ob du das nicht manchmal auch kennst, wenn du irgendwie gerade Rage klickst und du Rage klickst, beleidigst du erstmal alle oder keine Ahnung was. Ja, aber ich verlasse kein Discord. Ja, ich hab halt geraged so. Ich war halt alleine. Es war niemand da. So. Das finde ich gut. Gut. Ja, auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich wieder drauf. Ja, und ja, mein Stuff habe ich auch, also mein Stuff wurde komplett wieder eingesammelt, alles. Von wem? Von Johnny, glaube ich, hieß der. Oh! Ja, keine Ahnung, ich dachte, wenn man 5 Minuten nicht mehr da ist oder sowas, dann ist der Stuff weg so ungefähr. Ich latsch da hin, krieg den Stuff und nicht wieder zurück. War sauer und bin dann halt rausgegangen so. Scheiß 31er, ey. Was? Aber ich hab's auf jeden Fall ganz Stuff wieder. Bin ich wieder da. Kann man wieder Minecraft spielen. Du sollst mit Minecraft auch noch bestimmt irgendwas aufnehmen oder sowas. Hast du nicht einen Toten dabei gehabt? Ich hatte sogar 2 Toten oder noch mehr dabei. Aber ich bin. Warum hast du den nicht genutzt? Ich bin gestorben. Danach dachte ich, ich habe noch ein bisschen Zeit oder sowas. Und dann, ja.
hatte ich keine Zeit mehr, den wurde ich, bin ich nochmal draufgegangen, weil irgend so ein scheiß Pigment mit einem scheiß, auf einem scheiß Huhn da rum stand und mich die ganze Zeit über umgeniedert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das geschafft habt. Nein, nicht ein Gumba auf dem Buhu, Mann. Warum denn nicht? Ja, auf jeden Fall hat er mich da erstmal die ganze Zeit angedissen. Das war witzig. Ich war halt angefistet, okay? Ich war halt einfach mega mäßig angefressen und sauer und keine Ahnung was und dachte mir, ich hab einfach keinen Bock mehr. Und dann bin ich dann einfach rausgegangen. Ja. So. Versteh ich. Wollte es nur einfach mal kurz hier erzählen. Nur damit du weißt, wie es mir gerade ging. Ja. Aber jetzt spiele ich ja wieder ganz in der Ruhe. Oh, kommt hier hoch? Geil. Springe! Müssen wir eigentlich links? In die Richtung? Oh, egal. Schade. Nicht in meine! Nicht in meine! Oh, ja. Nicht in deine! Nicht in deine! Was machen wir hier mit Andrea? Andrea, du musst hier links hinlängst! Der Horror! War schon witzig. Du hast eine Tür übrigens verloren. So, komm vor. Ja, ist gut. Eine Tür verloren. Alte Wolle hat umgebietet. Weiter geht's. Ah, ich kann die Maske aufziehen. Geil, Maske. Ausgehoben. Ich rum. Ach! Nico hat einen Polizisten überfahren. Ja, da kommen wir nicht längs. Ne! Sag nicht so! Ja! Mal gucken. Nico, hier links. Ne, komm ich längs, okay. Also. Wir gucken, wo wir längst wieder. Nein, weiß wo. Easy peasy. Ah, okay. Er hat den Weg wieder. Ja, okay. Boah, jetzt mal checken, wo wir längst muss. Aber okay. Du musst hier diesen Außenkanal rein. Den Weg wieder gefunden. Ach, hier hinten außen längst. Nee, Außenkanal. Den Außenkanal, okay. In diesen Gang halt. Ja, ich fahr gerade den Außenkanal. Ups. Mein Auto wurde schon angeschossen. Wieso? Hä? Wieso hält? Egal. Da kommen wir gar nicht längs. Was ist hier? Rette Lindin. Ja, hier kommen wir nicht längs. Das ist vollkommen recht. Da kommen wir doch längs. We got them all. Ja, komm mal hier. Ja. Andere Seite, komm mal längs. Einmal rum. Ja. Einmal rumfahren. Ups, den hab ich mitgenommen. Ich hab ihn mitgenommen. Oh, hier ist er noch. Ah, ne, hätte ich. Alter, wie macht die Kamera hier, wenn die Schuhstange ab ist? Ja, hier läuft alles richtig gut bei dir gerade. Mach jetzt Kamera mega. Ah, fuck, wo ist denn die Elektronik? Das zeige ich oder was? Ja, klar. Jungs, schießen noch nicht ab. So. Auf Tor. Oh. Hau ja auf den Lachs! Drück hier drauf! Bist du weit? Willst du mich gerade verarschen, Mann? Fahr doch durch jetzt mit deiner Ranzke. Fahr durch jetzt, Alter. Boah, machst du mich fertig. Ja, ich, nimmst du den Typ mit? So muss ich den mitnehmen. Nico. Ja, gestorben. Was weißt du jetzt von mir? Ja, gut, du musst mich kurz healen. Healen. Gut, wie so ein Stück Knäckebrot von Maggi. Was? Ich bin... Knäckebrot von Maggi, ist sehr gut. Oh, von was ist das? Knäckebrot von Hara? Ach! Knäckebrot, so, fertig. Knäckebrot! Knäckebrot! Ah, wo bist du denn? Ich hab mich gerade geheilt. Achso. Machst hier aber ja nix. Ja, ich fahre gerade einen komischen Berg hoch. Na gut, ich wollte gerade irgendwie abkürzen, aber irgendwie war das doch nicht so ganz so geil. Egal, einfach abkürzen.
Ach ja, immer schön abkürzen. Abkürzen. Oh, oh, okay. Ja, cool. Werde ich vielleicht nicht abkürzen sollen? Naja. Sind wir direkt am. Oh, ich muss bestimmt erstmal die Cops abschütteln, oder nicht? Cops abschütteln. Yeah. Was eine fette Sau. Guck mal, ich bin hier. Lass uns einen Tunnel suchen. Schnuffelchen. Schnuffelchen. Ja, was? Schnuffelchen. Schnuffi. Oh. Der war dumm. Ja. Schnuffelchen. Schnucki. Ich kann die auch Schnucki nennen. Hallo, Schnucki. Nico ist jetzt unser kleiner Schnuckiputz. Schnuckiputz! Weißt du, der beschissenste Name, den ich hier hatte? Welcher denn? Fluffiger Marshmallow. Nein. Okay, Daria, das ist was willst du denn jetzt von mir? Fluffiger Marshmallow, ja, das war schon die Höhe. Kennst du den Film Schule? So einen ganz alten Film? Wer ist der? Schule. Nee, kenn ich nicht. Yes. Ein deutscher Film. Kennst du Schule? Ja, natürlich. Das ist ein deutscher Film. Und da wurde, da gab's auch so einen Kosenamen. Da gab's einen Kosenamen. Wir haben immer noch Cops. Was willst du eigentlich gerade? Was machst du hier gerade? Achso, andersrum fahren, okay. Andersrum fahren, ja. Auf jeden Fall. Da gab's einen Kosenamen. Schnubbi. Scheißbrecher zu deinem Film. Hallo, ich möchte gerne meinen Freund Schnubbi grüßen. Im Radio, ganz zu Anfang. Schnubbi. Wir können meinen Freund Jarak grüßen. Ja, Jarak ist bestimmt auch ein gängiger Name, den man bestimmt gerne grüßen möchte. Wieso komme ich eigentlich mit meiner Ranzkarre hier den Berg nicht hoch? Erzähl's mir nicht, Nico. Erzähl's mir einfach nicht. Mann, das ist halt scheiße. Du sagst, der BMW ist kacke? Ja. Ja, und dann redest du auch nur davon, in meinem Porsche ist toll, oder was? Ja, ist auch toll. Komm raus, komm ich hier gerade jetzt. Jetzt geht er gerade richtig ab. Wo fährst du hier eigentlich gerade längs? Ich versuche gerade irgendwie zu entkommen. Ja, wir können. Och doch, ich bin auch gerade halbwegs entkommen. Nur halbwegs. Mann, wieso bin ich. Ich weiß das, du fuckst mich so ab, ich weiß auch nicht warum. Ich fuck dich so ab. Ich weiß echt nicht warum. Schreibt es jetzt in die Kommentare, warum ich Nico abfucken sollte, den kleinen Schnuffelhasen. Noch einmal so ein Scheiß. Nein, geh raus! Ich muss ja auch rauskommen. Wir müssen raus. Die Musik war zu laut. Ein neues Haus. Einer sich. So, Preisfrage. Sagst du Musik oder Musik? Was? Musik oder Musik? Musik. Jawohl, ein normaler Mensch. Musik. Die Polizei verfährt denn uns aus. Oh, ich hab keinen Kopf mehr. Hab's auch nicht mehr. Geil. Okay, das Ding zum Übergangspumpen. Da war ein Baum. Ja, auf jeden Fall gibt's da, sag ich mal, Schnubbi. Ich finde, fand ich irgendwie lustig, deswegen hab ich meine ganzen Freundinnen dann immer Schnubbelchen genannt. Und einige haben da sogar mitgemacht und haben den Troll einfach, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Naja. Schade. Warum versteht niemand den Troll? Ich verstehe. Der war doch so gut gemacht. Also, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt in einer Partnerschaft, lasst euch von mir Schnubbelchen nennen. Einfach nur aus dem Film Schule und weiß halt einfach, glaube ich, der schlechteste Kurzname ist, den es gibt einfach. Der ist echt Wolle. Das ist ja gar kein Kosename. Ja. Und krieg ich, ja, Mann! Bah! So geil! Einfach nur weggehauen! Oh, ich glaube, ich habe irgendeine Abfahrt-Scheiße genommen. Mal gucken, vier Räder sind noch da, ein Lenkrad ist noch da. Sitz ist da, fast noch. Aber so geil. Alter, ich habe mich übers Dach überschlagen, also übers Hausdach geil. Über. So geil. Ich bin übers Haus geflogen, Mann. Hab ich auch so hart weggerammt einfach. Übers Haus, ey. Schade, ist bis hier vorne einzufahren. Komm schnell, bitte! Oh! Und?
Fehlgeschlagen! Nein! Alter, nein, nein! Egal. Oh, scheiße, ey, Mann. Das war richtig dumm, ey. Ja, Nico, was machst du auf das Auto da kaputt, bitte? Jetzt muss das ganz normal machen. Ja, aber nicht so smart. Das sehe ich alles ehrlich ein. Das sehe ich ein. Wir die Tür nicht auf. Okay, ist auf. Wir können ihn holen. Wir können ihn holen. Alter, was machst du denn hier schon wieder? Du bist so griffig wie so ein kleines Erdmännchen. Mal jemand auf das Auto geschossen. So. Oh. Nee, oh, oh, oh. Alter! Was? Alter! Junge! Ich bin mit das Map ist durchgeflogen. Ja, ich hab's gesehen. Oh, ich hab ihn. Wir sind ein SWAT-Team, wir sind ein bisschen am Arsch. Komm, schlag, komm, schlag. Schlag jetzt bei mir ein, Mann, du Affe! Was ist denn los mit ihm? Warum macht er denn sowas? Hast du ihn? Ah, ich hab ihn. Damn straight. This motherfucker fam. Muss ich nur die Cops loswerden. Das könnte jetzt, ja. Kann ich hier endlich mal eine Runde fahren? Von den ganzen Laber anhören, von der ganzen Scheiße da. Okay, alles klar. Ich wollte irgendwie geil aus dem Leben rammeln. Wie eben gerade, das war ja. Das war der Hammer. Ich werde hier echt einmal übers Haus geschmissen. Da kannst du jetzt hardcore überleben, wenn du mich aus dem Leben rammst. Wie kommst du schon? Kops. Weit, oh, dran vorbei. Scheiße, Mann. Nein, was machst du denn? Ja, ich muss hier ein bisschen wegfahren von dem Kopf. Irgendwie fahre ich gerade ein bisschen super schlecht. Ja. Ich flieg höher als die NASA. Wie hoch ist denn NASA geflogen letztens? Ja, wo war meine Tür? Ja, und wie hoch ist die? Lias ist aber auch ständig die Tür, ne? Guck mal, Siri muss fragen. Siri, wie hoch fliegt die? Alter, die fliegt bestimmt ein paar hundert. Hey Siri! Kilometer. Wie hoch fliegt die ISS? Ja, Siri redet. 405.000 Meter. 405.000 Meter, also war eine Menge. Doch. 4.500 Meter über Meeresspiegel. Meeresspiegel? Ah ne, 405.000 Meter, so rum. Oh Mann, hier sind noch Cops, ich muss jetzt reinfahren auf hier. Egal, reinfahren. Du musst reinfahren müssen. Ah, fuck, warum fährt er da denn? Ich weiß, wo ich hin kann. Ja, in die Kanalisation. Oma Gertraud, oder? In die Kanalisation. Was, wo ich in den Gertraud? Ja, wo holst du den Herd raus? Ja, ich hol den Herd raus. Los. Warte hier schön in die Kanalisation rein und dann warte ich da kurz. Elke fährt nach Hause. Ja, es ist ja bald mein neues Zuhause, ist in die Kanalisation aus. Genau, jetzt ist es öffentlich. Ja, jetzt wissen es alle. Ach, Elke lebt jetzt in der Kanalisation, macht er von da aus immer dann die Videos, geil. Wo es noch nicht wirklich, Junkies. Weil ich noch nicht mal wirklich weiß, wie viele Videos ich dann die nächsten Monate machen kann, aber es, ja. Aber ich hab auf jeden Fall schon, eine Wohnung, wo ich hinziehen kann. Ich hab wieder Sterne. Was ist eine Laterne? Ja. Ich hab wieder Sterne. Ich bin in der Kanalisation. Kanalisation. Das Mond, weiß Mond, ich schon. In der Kanalisation. So. Kurz geheilt, alles gut. Oh, Sterne sind raus, ich kann jetzt losfahren. Die Kanalisation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig klang. Und was ich da hörte, was mich total empörte, es wiederzugehen, fiel mir fast die Kraft. Ich sagte manchmal, aber nur manchmal. Alter! Haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Immer, ja wirklich immer, haben Typen wie du das auf Presse verdient. Okay. Kennt sich die Ärzte mit manchmal haben Frauen? Geh nicht. Manchmal, aber nur manchmal. Haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Kennst du nicht manchmal haben Frauen? Ja, ist schon ein bisschen älteres Lied.
Kennst du nicht die Ärzte? Ja, die kenne ich noch, habe ich irgendwie mal lief von denen, aber auch nie aktiv. Okay, nicht aktiv. Nee, ich habe keine Sterne mehr. Ich habe es nie wirklich gehört. Ich kann ganz viele Ärzte wieder hier sehen. Da, wo ich geboren war, schon wieder out. Ja, es könnte höchstwahrscheinlich sein, ja. Und sonst noch. Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Ich bin dagegen, ich bin nicht so wie ihr. Ich bin dagegen, egal wie... Ein Eisbär sein. Wir haben geträumt von einer besseren Welt. So, ich bin da. Da, vielen Dank, ja. Sie steigen aus, okay. Alter. Fährt sie erstmal alle. Ja, wir haben es geschafft. Sagen. Wir haben es geschafft. Wuhu. Ich krieg Geld. Also gut, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Könnt gerne bestimmt noch Kanalmitglieder werden. Bringt euch bloß diesen Monat nichts, aber vielleicht kann ich dann auch in der Kanalisation leben. Ach ne, überlebe ich ja gar nicht. Das ist auch gut. Okay. Turtles! Ja, vielen herzlichen Dank, Nico, dass du mitgemacht hast. Ja. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit mal Reaktor Wolle, der hast du mich verdient, diese Abonnenten zu bekommen. Weil, wenn nicht, dann wird er nämlich bald unter der Brücke leben müssen. Tue ich gar nicht, aber ja, nee. Was, ja. Pommes. Ja. Pommes! Er hat nämlich schon ein Tretboot geklaut. Hab ich gar nicht. Dass er damit überleben kann auf den 7 Weltmeeren. Nein, Nico. Ja, bist du noch da? Willst du nicht einfach auf Wiedersehen sagen und ich kann aufhören? Auf Wiedersehen. Danke.